Ja, also aus meiner Sicht sehr gut. Ich bin ohne Erwartungen dahin gefahren, um einfach zu sehen, wo ich in internationaler Ebene stehe, da ich ja national doch schon recht erfolgreich war. Und ich muss sagen, mit dem 8. Platz bin ich sehr zufrieden, den ich da erzielen konnte. Also das war jetzt der letzte internationale Wettkampf. Ich werde jetzt halt nächste Woche kommenden Samstag, nochmal bei den deutschen Meisterschaften starten. Und da bin ich im letzten Jahr Zweiter geworden. 2016 war ich Vierter und hoffe, dass ich mit dem Titel noch nach Hause komme und da einen schönen Abschluss schaffe. Also die Wettbewerbe, die sind dann für mich schlussendlich abgeschlossen. Ich bin jetzt seit 4 Jahre lang am Stück auf Wettkämpfe gegangen. Das ist natürlich eine harte Zeit, die man da durchläuft. Nicht nur für mich, sondern auch für die Familie. Man hat doch einiges an Entbehrungen, die man hinnehmen muss. Die Disziplin mit Essen, viel Training. Und wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, wir genießen jetzt die Zeit in Form von Urlauben und konzentrieren uns dann eher darauf. Ja, natürlich war es eine schöne Zeit. Also die ganzen Erfahrungen, die man mitgenommen hat, vor allem jetzt in Spanien, das nochmal mitzuerleben, wie mit 1500 Athleten vor Ort zu sein, wie der ganze Ablauf ist, da auf der Bühne zu stehen, auf einer riesengroßen Bühne. Und möchte ich auf keinen Fall missen, diese Jahre, die ich jetzt damit verbracht habe.